Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Apex mit der Antonia. Hallo. Und mit mir, dem Pierre. Hallo, so. Pierre. Hallo, Antonia. So, und du hast ein Thema, Jim, was du vorschlagen willst. Ich habe ein Thema. Und zwar, es ist heute aktuell, zu der Zeit, wo ihr die Folge schaut, wahrscheinlich nicht mehr, da das Ganze dann schon vorbei ist. Und zwar, Hühnchen, du hast mich jetzt Hühnchen. Nur ein bisschen erschreckt. Und zwar geht's um, Moment, ich muss hier gerade mal gucken, ein bisschen zählen, weil sonst verbaue ich mich hier wieder und dann werde ich gehasst. Du wirst ja nicht gehasst. Ey, Zombie, geh weg. Moment, gleich. Ja. So. Oh, Zombies, ey. Nein, ich will den Block jetzt noch abbauen, bevor du mich tötest. Ach, dann töte dich ja nicht. Muss mal eben ein bisschen ausleuchten. Anscheinend ist hier das ist nicht so gut ganz strange. Müssen wir Chris mal fragen, wenn er mal wieder da ist. Also, Thema. Und zwar Sonnenfinsternis. Heute. Also, die war heute. Ja. Also bei uns war die heute, aber bei euch war die schon letzte Woche oder so. Nein, die war also auch schon heute. Ist länger her. Ach so, das meinst du, sorry. Ich meine, wenn die Leute die Folge angucken. Denkfehler. Dann ist es schon länger her, genau. War die Sonne bei euch komplett verdeckt? Nee. Bei uns war sie nur zu 80% oder so. Ja, bei uns war die auch nicht ganz. Aber ich konnte sie leider nicht sehen. Echt nicht? Ich war arbeiten und wir hatten keine Brillen, die wir aufziehen konnten. Mhm. Wir hatten leider ein bisschen Stress auf der Arbeit, sprich konnten wir leider nicht rausgehen. Oh, das ist schade. Aber ich habe Fotos gesehen. Aha. Auch von der Raumstation haben die Fotos gemacht, das ist richtig geil. Da sieht man die Koronos, oder wie die heißt. Da den Rand cool. Da. Wenn die Sonne komplett verdeckt ist, sieht man noch so einen Rand. Und der leuchtet so cool. Und das Foto sieht richtig geil aus, das hat man gesehen gehabt. Das ist ja cool, okay. Oh, von ich habe mich verbaut. Raumstation. Da haben die Fotos von gemacht. Aber an sich, ich bin mal ganz kurz rausgerannt, ganz schnell, hab mal geguckt, aber das war so hell und man darf ja eh nicht ohne Brille in die Sonne gucken. Ja, genau. Dann habe ich schnell gelassen. Also wirklich gesehen, ohne Brille hat man nichts. Ich hatte, lustigerweise war das irgendwie voll das Event in der Schule. Das heißt, sie haben schon den Tag vorher Durchsagen gemacht, dass ja morgen, also heute in dem Fall, diese Sonnenfinsternis ist und dass man sich doch bitte entsprechende Brillen besorgen oder mitbringen oder sonst irgendwie soll, weil man eben sonst nicht in die Sonne gucken darf. Und dann gab es eben diese Durchsagen und dann ist nochmal heute ewig viele Durchsagen und dann haben sie es so gemacht, dass der eine Lehrer, der hat wohl mal Astronomie studiert und der hatte dann so Teleskope und so Zeugs dabei. Cool. Und dann waren alle im Pausenhof gestanden, so die halbe Schule oder so, und hat dann in der vierten Stunde, glaube ich, war das, hat dann alle die Sonnenfinsternis angeguckt. Boah, geil. Das war Mann, ey. Schon ziemlich cool. Aber viel gesehen hat man nicht, wenn man keine Brille hatte, aber mit Brille war es schon ganz cool eigentlich. Wie oft kommt ja eigentlich die Sonnenfinsternis? Wie oft? Also was ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, dass eine irgendwann 2081 ist. Oh Gott. Und es hieß aber, es gibt noch eine früher. Weiß ich aber nicht mehr genau, ob das irgendwann dann 30 ist oder so. Auf jeden Fall nicht in nächster Zeit. Okay, weil die letzte, die ich gesehen habe, war glaube ich 2010. Nee, 2003 ungefähr. Nee, ich glaube, die war 99 oder 2000. Ich glaube, 99 war die letzte. Also ich habe auf jeden Fall eine gesehen gehabt, eine vollständige Sonnenfinsternis, als ich noch kleiner war. Ja, genau, die habe ich auch gesehen damals. Aber das ist schon, da war ich 10 ungefähr, glaube ich. Nee, ich glaube, das war entweder 99 oder 2000 war das. Ja, irgend sowas. Ich weiß nicht mehr genau wie. Aber die ging voll lang, die Sonnenfinsternis. Die ging von uns von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Dann war das Spektakel zu Ende. Ja. Bei uns. Und irgendwann um 10.40 Uhr, glaube ich, war der Höhepunkt von der Sonnenfinsternis. Genau.
Aber schade, dass es keine totale. Ja, also das Ding ist halt, man hat nicht so viel gesehen, ne? Und es wurde auch nicht dunkel. Also es wurde so ein bisschen bedeckt. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, es ist irgendwas, aber man hat jetzt nicht direkt diese Verdunklung gehabt. Schade eigentlich. Ich finde die totale Sonnenfinsternis ist irgendwie besser, als die nur so halbe oder so. Ja klar, das ist auf jeden Fall aufregender. Ja. Aber wo geht man eigentlich solche Brillen her, wo man dann in die Sonne gucken kann? Also ich hab keine Ahnung. Also, naja, man kann sich die entweder im Internet bestellen oder so oder halt im Laden kaufen. Aber in den meisten Städten war es schon ewig ausverkauft jetzt. Also wir hatten auch in der Schule, hatte diese Brillen dabei. Und dann haben sich halt Schlangen gebildet und dann durfte halt jeder mal durchgucken. Und entsprechend, ja. Also okay, man hat auch nur ganz kurz mal durchgeguckt und so. Dann müssen die ja sehr begehrt sein. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es halt schon ein relativ seltenes Spektakel ist. Das stimmt. Das auch nicht jeden Tag ist. Ja, ich glaube irgendwie, aber in Teilen von Deutschland war, glaube ich, aber auch die Sonne komplett verdeckt. Irgendwo oben in den Bergen. Echt? Also ich hab gehört, dass es Richtung Schweiz wohl gewesen sein soll. Echt? Oder Schweiz? Immer morgen in den Nachrichten habe ich gehört, dass irgendwo in den Bergen oder in den Alpen, glaube ich sogar, keine Ahnung, kann sein, ich bin mir nicht mehr sicher, dass da die Sonne wohl komplett verdeckt gewesen ist. Aber ob das stimmt, das weiß ich leider nicht. Ich überlege gerade, ob ich jetzt dann das Lehrerzimmer so halb offen machen soll und dann nach unten hin zum Pausen, also zu dem Pausenraum, das dann quasi so offen lassen soll. Aber das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht. So in die Richtung Atrium. Atrium? Ja, dass man halt in der Mitte so ein Loch hat quasi. Also im zweiten Stock hat man dann die Decke nur zur Hälfte. Okay. Und kann dann so runtergucken in den ersten oder halt ins Erdgeschoss in dem Fall. Ach so. Aber, kannst du dann auch vielleicht so einen Raum machen, wo Leute nachsitzen? Das gibt es ja auch in manchen Schulen. Ein Nachsitzraum? Ja. Ja, ich glaube, so viel Platz haben wir da gar nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, ich mache zwei Klassenzimmer und das war's dann eigentlich auch schon. Und halt ein Lehrerzimmer. Ja, weil das Gebäude ist jetzt nicht ins... Und eine Kantine, genau. Die wird übrigens hier entstehen, wo ich gerade bin. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit dann geht. Inwiefern ich das dann eventuell auch eingrenzen werde. Aber ich muss sagen, wenn man sich mal die... Alter, oh Gott, ich habe einen tot gestürzt. Alter. Wenn man mal bedenkt, was da am Anfang, wie leer alles noch war, wenn man jetzt, wie das jetzt aussieht, unsere Welt, das ist der Hammer. Ja, das ist richtig. Was da alles getan hat. Das stimmt. Auf jeden Fall. Dass da einfach vorher gar nichts war, ey. Mhm. Aber man, wir entwickeln uns gut, finde ich. Und was ich sogar sehr cool finde, dass wir uns sogar an die Gebäude, die wir bauen wollen, auch halten und sie auch wirklich bauen. Mhm. Ich hatte eigentlich die Befürchtung gehabt, dass wir die Gebäude aufschreiben, welche wir bauen, aber sie dann nicht bauen, sondern uns Ewigkeiten Zeit lassen. Mhm. Ja, stimmt. Weil wir haben jetzt, guck mal, die Schule ist jetzt im Bau, wir haben die Bibliothek, wir haben eine Feuerwehr, die noch nicht fertig ist, aber schon im Bau. Dann wir haben ein Lagerhaus, wir haben eine Polizei, was haben wir noch? Einen Markt haben wir. Schon eine Menge. Stimmt. Ja gut, ich bin ja gespannt, wie das dann mit der Uni wird. Das wird ja nochmal richtig krass aufwendig. Also, wow. Oh, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, aber es wird auch eine Menge Arbeit. Das kann ich gut nachvollziehen. Oh, ich bin schon weit oben. Ich bin schon fertig. Und ich bin mir gerade so unsicher, wie ich hier weitermachen soll. Ich brauche auf jeden Fall mehr Cleanstone. Ja, Cleanstone, daran mangelt es mir auch. Ich brauche noch dieses andere Holz. Mist, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. So, jetzt weiß ich, ist das der Turm fertig oder ist der Turm nicht fertig? Ach scheiße, ich muss irgendwie, glaube ich, muss die Mauer höher ziehen, weil die Mauer ist zur Relation vom Turm einfach nur so ein Stück Mauer halt. Okay, der Turm hast du mal ist aber so mega groß. Wie bitte?
Ich meine, hast du mal von unten geguckt? Weil von unten ist die Mauer schon riesengroß. Wie groß ist denn dann bitte der Turm, wenn der dann noch größer ist? Der ist viermal so groß wie die Mauer. Oh mein Gott. Was? Okay, ich muss Ja. mir das später unbedingt mal angucken. Kannst du machen. Der Turm ist jetzt eigentlich im Prinzip fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch höher bauen soll oder ob ich es lassen soll. Da brauche ich dann noch eine zweite Meinung. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und danach mache ich mich dann an die Mauer dran, sie auszubauen. Was du ja gesagt hattest, Okay. vorgeschlagen hast. Jo. Ja, da hast du recht, das sieht schon besser aus, wenn ich die Mauer so Art wie eine Burgmauer baue. Ey. Ich bin immer Schiss, wenn ich runterfalle. Fichtenholz hier. Aber das mit der Mauer Leck hast mich mal du an, ich noch will mein nicht Eis angefangen, fressen. oder? Wunderschöne Dass du die jetzt Woche. so ein Nein, noch nicht. bisschen so ein bisschen machst. Okay. Noch nicht. Das mache ich aber dann, wenn ich den Turm fertig habe. Was meinst du, wie lange du für den Turm noch brauchst? An sich ist der Turm fertig. Ich muss halt nur noch das Dach oben drauf bauen. Aber an sich, ich weiß dann nicht, ob ich noch höher bauen soll. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Okay. Aber. Ah, ne, was weiß ich, baue bald, aber ich baue bald den Turm jetzt fertig. Okay. Ah, es wird spannend. Oh ja. Oh Mann, ich mag meinen Eingang nicht. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie ich den bauen soll. Der Eingang war doch schön. Nee, vom Haus, der Eingang. Das Ach war jetzt so so, der so. Eingang vom Ding, so von dem Gelände. Ach so. Der hängt doch ein Typ da fest. Oh, das war doof. Damit. So, okay. Das hätte dem Gebäude eigentlich auch ganz gut getan, wenn wir noch eins nach außen gegangen wären. Das probiere ich doch gleich mal aus. Man merkt direkt, wenn man nur zweit ist, wie leise und wie angenehm einfach kein Durcheinander reden. Das stimmt ja. Aber trotzdem ist es mit mehr Leuten immer noch besser. Auf jeden Fall, finde ich auch. Weil, ja, gut, kann auch ein bisschen mehr erzählen dann. Ich weiß nicht, fällt dir vielleicht noch ein Thema ein? Also für diese Folge jetzt nicht, weil die Folge ist jetzt gleich zu Ende, aber für die nächste Folge überlege ich mal. Okay. So, dann gucke ich mir mal das an, wie es aussieht, wenn man hier so ein Stück nach außen geht. Generell nicht übel. Allerdings müsste man dann am besten mit Trappen. Trappen, Trappen. Probieren wir mal diese Trappen. Trappen. So. Das ist immer so, ich brauche immer so ewig, um Gebäude zu bauen, weil ich immer tausendmal Sachen baue und wieder abreiß. Das gehört dazu. Man muss ja das Richtige finden. Das stimmt. Und du Okay, hast dafür auch die Halbkreis. Geduld und auch die Kreativität dafür. Die ist bei mir leider nicht vorhanden. Oh nein. Also Wäre Architekt man ist zu nicht, kritisch? wenn nicht mein Beruf. Ganz und gar Ja nicht. gut, also Architekt in Minecraft ist aber auch, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ja, aber allgemein, ja, gut. Ich bin halt in Minecraft eher so unkreativ. Ich habe immer so Ideen im Kopf, aber ich kann es halt irgendwie nicht umsetzen. Ja, aber ich denke, das ist alles nur irgendwie Übungssache so ein bisschen. Also wenn man erstmal weiß, wie man was macht und dass man die Sachen auch irgendwie umsetzen kann, dann Ja, ich nehme halt wird es meistens auch schon. Sachen als Vorbild und sehe, wie die anderen es Genau. gebaut haben und versuche es dann nicht eins zu eins, sondern halt auch mal einen Stil zu bauen, aber so, dass ich schon mal wenigstens ein bisschen so einen Anschub kriege oder so, wie heißt Antrieb. Ja, klar, genau. Das ist ja auch schon Genau, häufig genau das wie viel. mit der Mauer. Das habe ich auch eher abgeguckt, aber nochmal verändert. Ja, ist ja auch voll okay. Ich musste mal anfangen, mal irgendwas zu bauen, ey. Themen. Überlegen hier, Aber das ist ja dann. Ich weiß gar nicht, wer hat denn das euer Gebäude gebaut? Das war mehr der Alex, oder? ja.
Das war ja der Alex. Das ist ja so dein erstes richtiges Gebäude. Ja. Oder? Ja. Im Prinzip schon. Ich habe beim Rathaus ein bisschen geholfen, habe den Markt, die Stände ein bisschen geholfen zu bauen. Genau, halt immer so ein bisschen geholfen. Genau. Ja. Aber das ist dann ein richtig eigenes erstes Gebäude. Das ist doch total cool. Auf jeden Fall. Also ich freue mich auch. Ich habe auch eigentlich gute Motivation, das zu bauen. Aus toller Zeit. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja immer so. Ja. Aber dafür spielen wir es ja. Genau. Zum Spaß haben und zum Bauen. Aber ich will noch überlegen, wie ich das dann innen drin alles baue. Wie ich das dann machen soll. Und was richtig, richtig verzwickt wird, ist, wenn der Turm fertig ist, dann von oben nach unten so eine Art Wendeltreppe hochzubauen, die cool aussieht. Oh, das stimmt. Das ist... Treppen sind immer etwas schwieriger. Ja, das erweise ich als kompliziert, aber das probiere ich ein bisschen rum. Das. Ich verbaue mich fast jedes Mal. Nein! Zu viel abgebaut. Nein. Eins, zwei, drei, vier. Wobei ich sagen muss, dass ich mit dem Haus, was alles gebaut hat, nicht so ganz zufrieden bin. Warum? Ich will nicht kritisieren, aber es ist ein bisschen viereckig. Okay. Es sieht ja wie so ein Klumpen aus, wenn man mal von unten guckt. Aber so ein riesen Rechteck, was in der Luft hängt. Ja, das stimmt schon so ein bisschen. Was innen drin ist, hat er sich Mühe gegeben gehabt mit der Innenausstattung. Aber das ist außerhalb, ist in Ordnung, aber nicht mein Stil. Aber alles hat es alleine gebaut, ich will ihn nicht kritisieren, also hat sich ja Mühe gegeben dabei, bei dem Haus. Ja klar, das kann man ja auch nicht anzweifeln. Das tue ich auch nicht, aber ja. Ich muss zugeben, ich habe auch ziemlich wenig geholfen. Ich habe dann eher unten mehr gebaut. Hab dann lieber euch geholfen, weil alles hat dann oben die ganze Zeit gebaut. Das stimmt, der war immer verschwunden. Ja. So. Dann sind wir wieder am Ende. Ach, okay. Schon wieder. Ja. Geht schnell heute irgendwie. Bisschen. Okay, Moment, ich möchte nur noch diese eine Wand hier fertig setzen. Und wir machen hier mal ein Dreierfenster raus. Ja, auch. Hier könnte man eventuell einen Balkon hinmachen, aber ich weiß nicht, inwiefern ein Balkon so gut in ein Schulgebäude passt. Kommt wann wo? Auf dem Pausenhof raus. Weiß nicht, muss ich mal gucken. Okay. Aber das war's dann erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.